Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Hochhaus Original Bundle von 90k und Abyss. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hochhaus Original von 90k und Abyss, das Ganze am 4. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Dieses Bundle besteht aus dem Album an sich und diesem kleinen Schächtelchen hier. Hier haben wir ein Sturmfeuerzeug, also ein Feuerzeug vorliegen. Dazu kommen wir noch. Wir starten wie immer mit dem Album an sich und nachdem dies noch in Folie ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So, einmal hier einschneiden. Und dann schauen wir mal hinein. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier das Album in einem regulären Jewel Case. Hier oben lesen wir die Namen der beiden Interpreten. Die sind dann auch hier zumindest halb abgebildet. Schwarz-weiß und die Gesichter sind so, ja, bei der Augenpartie etwas zerkratzt oder unkenntlich gemacht. Im Hintergrund sehen wir ein ziemlich hohes Gebäude, also Hochhaus, der Name ist Programm. Original, dann haben wir hier einmal Universal, dann einen Verbraucherhinweis auf Englisch und Chapter One. Kurze Info dazu, die beiden Herrschaften hier haben 2018 den Rap Tags Contest gewonnen, der von Chapter One veranstaltet wird. Und dementsprechend haben sie damit dann auch einen Label Deal klar gemacht oder gewonnen. Ja, es ist ihr Debütalbum, so sieht das von der Seite aus. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Hier haben wir dann auch die Features vermerkt. 15 Tracks sind hier gesamt drauf. Und wir haben hier Features von Millionär, Stan, Yusuf und NNOC. Dann haben wir hier die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Okay, was jetzt überraschend ist, dass wir hier zwei Teile haben. Und zwar ist die Frage, ob das hier rausgeht. Ja, gar nicht so einfach, aber wenn wir das hier rausbekommen, eventuell ist das hier irgendwie als Wendecover zu sehen, wobei, ja, also hier sehen wir dann nochmal die beiden Interpreten von hinten. Ich werde es jetzt beim regulären Cover belassen. Alles klar, okay, es ist gar kein eigentliches Booklet, sondern es ist so ein Poster. Also Booklet an sich gibt es hier scheinbar nicht. Okay, wir haben hier ein Poster. Hier lesen wir wieder Hochhaus Original und ein Hochhaus ist hier natürlich dann wieder zu sehen. Jede Menge Balkone. Und auf der anderen Seite, auf der Vorderseite, haben wir dann hier die beiden Herrschaften abgebildet. In einem, ja, sieht so aus wie in einem Lift oder hier ist irgendwie alles Metall rundum. Sieht auf jeden Fall mächtig aus hier vom Hintergrund. Hier oben links auch noch eine Kamera verbaut. Und dann hier eben 90k und Abyss in schwarzen Lederjacken zu sehen. So, dann falten wir dieses Poster mal wieder zusammen. Ungewöhnlich. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt mit einem Booklet gerechnet. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass jetzt hier ein Poster dabei ist, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Aber irgendwie geht mir jetzt auch das Booklet ab, also irgendwie so die grundlegenden Informationen, wer zum Beispiel die Beats produziert hat, Mixing, Mastering etc., das fehlt mir jetzt hier etwas. Naja, wir schauen mal die CD an, die ist hier in so einem schwarz-gelb gehalten, hier lesen wir wieder Hochhaus Original. So sieht die CD aus, hier lesen wir, wenn ich sterbe, während ich schlafe, habe ich nie gelebt. Okay. Auch hier wieder in Gelb und Schwarz. Das war das Album. Und dann haben wir einen zweiten Inhalt des Bundles. Der kommt in so einem kleinen weißen Schächtelchen. Hier haben wir einen Barcode. Und dann haben wir hier ein Feuerzeug mit dabei. Hier haben wir einerseits noch so einen kleinen Zettel, so einen Warnhinweis, wie man damit umzugehen hat.
Und dann haben wir hier, ist etwas staubig geworden, so, das Feuerzeug. Dieses ist in schwarz gehalten, hier auch wieder mit dem Aufdruck Hochhaus Original Chapter 1 und im Hintergrund wieder diese Fassade zu sehen. Ansonsten hier komplett in schwarz gehalten von allen Seiten. Wir haben hier ein Feuerzeug der Marke, man kann das lesen, jawohl, Zor. So sieht das aus. Und wie die meisten, das ist natürlich nicht befüllt, weil es wegen der Lieferung sonst nicht funktioniert. Wenn man solche Sachen ausliefert, dann müssen die immer leer sein. Aber das können wir natürlich dann selbst befüllen. Gut, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Feuerzeug, sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 15 Tracks. Für ein Bundle, ja, etwas wenig Inhalt, wobei man muss aber auch bedenken, das Bundle, also das und das zusammen, hat jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, nur 12,99 € gekostet. Und von daher ist das schon eine feine Sache, weil regulär zahlt man für ein Album auch diesen Preis, wenn nicht sogar mehr. Und demzufolge ist das voll okay. Jawohl, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 90k und Abyss unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.